Madre Cocas Leute sammeln jeden Abend. Da können wir aber per Schnellreise hin. Ja, ich würde sagen, Alter. Ich will, dass sie doch nicht überfallen und Madre Coca zeigen, dass sich die Spielregeln geändert. Genau. Und dann muss ich da nochmal zu 5 Tage Lehrgang. Und wie gesagt, zwischendurch muss ich irgendwie noch nach Köln runter. Also nicht groß Umzug, den werde ich wahrscheinlich erst im Januar oder Februar machen. Weil ich die Wohnung eh noch bis, was haben wir jetzt? 1. November, Ende November, Ende Januar habe ich die Wohnung eh noch. 3 Monate. Ah, okay. Ja, dann bist du in der Zeit. Ich will dann so ein, zwei Mal im Monat will ich dann... Was haben Sie für uns? Bist du schon hier? Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Bist du denn so? Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Kokaleros zu werden. Und ich nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist das Ziel? Ein Kartellboss... Fahr schon mal runter, kannst du da bei mir spawnen. Die Kokaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Minikartell. Produktion von Coca-Blätter Vertrieb mit ich war da einen Moment. Aufpasser, um die Kokaleros bei was ist jetzt? Mein Spieß abgeschmiert. Alles klar, effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Dann fahre ich schon mal hin. Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Ja, erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll einen Moment. Und ich bin instant tot. Ich hätte wahrscheinlich nicht alleine gegen... ja. Aber ich habe neue Gewehre bekommen. Echt? Ja, unter anderem ein... G36C. Hast du das in Newplay aktiviert? Ja. Ah. Ist das schlecht? Hä? Nee. Aber ich weiß, dass es G36 so eigentlich gar nicht gibt. Nee, das habe ich mir... Ich mag das. Also bei Battlefield habe ich das immer gezockt. G36? Ja. Übelst hässlich. Ja, aber es ist ein gutes... gutes Gewehr. Sag Bescheid, wenn du wieder da bist. Ja. G28, Halbautomatik, Präzisionsgewehr. Das war das... Im Kurzen. Das war das Beschissene, gell? Ja. So, was habe ich jetzt noch für Gewehre hier? Okay, das sind die wir schon durch die GSS habe ich ausgerüstet. Was ist das? Eine Unbez... Achso, ich habe hier von The Division habe ich noch Gewehre. Kann ich mir das mit... Das sieht, hat natürlich auch voll den The Division Look. Ja, Outfits aus verschiedenen Spielen importiert. Ja, finde ich immer ganz cool. Ja. Bleib da, ich komm zu dir. Ich muss erstmal wieder, ich hab ein paar Tage nicht gespielt, muss erstmal wieder zurechtkommen. Krass, wie viele Gewehre da noch freizuschalten sind, ey. P90, Doorkicker. Ändern. Magazin erweitert. Lauf, kurzer Lauf. Mündung, Schalldämpfer. Ach, wir haben auch eine neue Handfeuerwaffe. Die können jetzt nicht beitreten hier. Ich habe so eine Stein, so eine Steinschuss-Schlusspistole. Oh Mann. Oh, ist ja geil. Kannst du mir nicht beitreten? Ah, doch jetzt. Okay. Ich hatte vorhin die ganze Zeit geheißen, ja, Netzwerkeinstellungen werden geprüft und sowas. Das hätte ich nie in der Welt schon.
Jetzt habe ich ein cooles, cooles Kostüm. Also landest du gerade bei mir? Ne, fährst du gerade zu mir? Ich bin gerade, ich laufe kurz hier. Also. Also jetzt hätte ich mich einfach so wiederbelebt. Das sollte ich jetzt auch nehmen. Bitte? Hätte ich jetzt dann auch genommen, hättest du nicht nehmen. Im Kampf getötet. Wo bist du jetzt hin? Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung, bin gerade im Ladebildschirm. Oh, ich lasse mir nächste Woche doch endlich eine 1 Terabyte. Hi, ich bin's. Entschuldigung. Festplatte einbauen. Und was schlagen Sie vor? Nice. SSD. Schon eine rausgesucht. Ein alter Kokalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen Also was bei mir einfach kleine wie wieder halt weg ist, die Kooperative eine Rede vor den Kokaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Koka in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Also wir müssen Koka fahren. Das ist ein Signal an die Kokaleros. Okay. Was hast du gerade gemacht? Ja, nix. Ist irgendwas explodiert? Hier wirklich nichts, man kommt immer Waffen draußen. Alles klar. Ich pack die Drohne aus. Läuft schon mal super. Ja, sind wir es anders gewöhnt? Hm? Sind wir es anders gewöhnt? Drohne ist oben. Nee, oh, guck mal, das ist ein Traktor. Die Kokaleros scheinen eine große Lieferung für das Kartell vorzubereiten. Das gibt uns die Möglichkeit, Santa Blancas Leute auszuschalten, während sie hier sind. Vorwärts! Ist da irgendwo ein Gegner? Da müssen überall Gegner sein. Da ist, glaube ich, fing ich wieder an zu rumballern. Oh, Schnalter, wo ist denn der? Alter, da drüben. Ach, da ist er. Da drüben sind irgendwo Gegner. Alter. Au. Ja, ich will rein, Alter. Du bist down? Nee. Alter Schwede, die machen wir aber gerade Damage. Da unten läuft einer rechts vom Haus, den hole ich mir. Ja, ich laufe nach links rüber. Macht euch mit Bowmans Briefing über Santa Blancas Koks-Produktionspipeline vertraut. Oben stehen El Jajo und La Gringa. Jajo ist Bolivianer. Erst war er Cocalero, jetzt ist er Produzent. Gringa ist wohl eigentlich eine Chemikerin. Sie hat hier für eine NGO gearbeitet, bevor sie dem Kartell beitrat. Oh, warte mal, Video verfügbar. Will ich mal anschauen? So mitten im Kampf, Video anschauen. El Jajo wurde mitten im bolivianischen Coca geboren. Seine Mutter trug ihn auf dem Rücken, bis er selbst arbeiten konnte. Ruhig, Alter. Jahrzehnte pflückte Jajo Blätter, Finger blasig, Rückenschmerzen, blutige Füße. Doch nie in all der Zeit entzog er die Alkaloide, um Kokain zu machen. Für Jajo war das Coca-Blatt eine 8000 Jahre alte Tradition, eine Medizin, eine Kultur, una planta sagrada. Natürlich waren die Amerikaner anderer Meinung. Sie nannten es Plan Dignidad, den Würdeplan. Jajo war zwar nur ein Bauer und Cocalero, aber seine Welt lag in Trümmern. Da ihm die Alternativen fehlten, war er gezwungen, seinen geleisteten Schwur zu brechen. Er musste Kokain herstellen. Anstatt die Kokainherstellung zu beenden, schufen die USA einen der größten Kokainhersteller aller Zeiten. Hast du schon alles ausgeschaltet hier? Bei der Zeit, wo ich mir das Video angekauft habe? Passt. Die Leute müssen irgendwann herumlaufen. Oder mehrere. Wo ist er denn? Kann es sein, dass die unter uns sind? Hey, da ist nee, er. Nee, nee, hab ihn. Oh, das bist du. Mein. Guck mal, wer sagst du zu meinem neuen Outfit? Ja, ist sexy. Schon gesehen, gell? Hier sind Notes. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Nee, bin ich nicht dabei. Machst du da unten alleine Party? Ohne mich? Mhm. Ist aber nicht nett. Ich schon. Gut, dann machst du jetzt alleine Party, ich hab mir die Dokumente. Geh nicht, was du. Nee, bleib mal hier.
Alter, was machen die denn hier für eine Scheiße? Oh, die fahren hier aber hoch. Ja, die sind geflogen gerade. Jo, schon aggressiv, die Leute. Wo läuft denn die jetzt hin? Moin, Meister. Der Jeep ist eben durch die Luft geflogen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Hat dich erstmal überwalzt. Scheiße nochmal. Scheiße nochmal. Musik, Alter. Wie geil. Müssen wir da noch welche eliminieren oder was muss man da machen jetzt? Ja, das sind alles die letzten. Der Tango ist hin. Der letzte ist natürlich wieder 180 Meter entfernt. Ja, machst du schon. Ich sammle mal so in der Zwischenzeit das ganze Zeug hier oben ein. Ja. Kann man ja immer gebrauchen. Der versteckt sich natürlich auch hinter der Hütte. Ah, da kommt ein Auto. Geschafft. Von dir wartet. Ah, noch mehr, noch mehr. So, wie ging denn das mit dem Granatwerfer so? What the fuck? Ey, hier kannst du gar nicht aus der Deckung rausgehen, kriegst du sofort auf die Fresse. Ey, du kannst hier gar nicht aus der Deckung raus. Ey, was ist denn los? Warum sterbe ich denn gerade so viel? Aua. Hey, das ist... War denn echt ganz schön viel. Du letzter Idiot hinten. Ach, der ist tot. Ich kam nicht mit dem Kopf aus der Deckung raus, er ist instant auf mich geschossen. Das verstehe ich. Also irgendwie habe ich es noch nicht so ganz drauf heute. Aber in Amy ist aber auch ziemlich für den Arsch. Der schießt so viel daneben, das ist Wahnsinn. Aber warum? Geschafft. Warum? Von denen bekommt das Kartell keine Coca-Blätter mehr. Weil die haben mich jetzt ganz schön nerven können. Okay, ist hier noch was? Ich soll hier oben kriegst du dich wieder zum neuen Gebiet, ne? Was war? Ich soll hier oben kriegst du wieder zum neuen Gebiet, ne? Jo. Willst du das hier oben weitermachen? Na klar, warum nicht? Okay. Sollten wir uns erstmal. Wir können in die Richtung gehen, aber das ist relativ weit weg. Muss man mal nochmal nachladen hier. Irgendwie wird bei mir die Option zum Nachladen jetzt kurz angezeigt. Alter, wie viele Autos stehen denn hier rum? Ja, ist mal ein Massenstau verursacht, würde ich sagen. Ah, hier ist der Jeep, der dich erschlagen hat. Der fliegende Jeep? Ja, genau der. Ja. Kommt einfach ein Jeep angeflogen, ey. Achso. Willst du. Also, du willst nicht. Warte, ich muss. Wie komm ich jetzt wieder? So. Ich dachte, du wolltest. Deswegen hatte ich mich schon gerade gewundert, warum der Fahrer steht. Ich dachte, du bist der Fahrer. Ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot. Du hast schon markiert, gell? Ja. Mann, das war doch mal ein geiler Start. Ob wir ein Looping hinkriegen? Ey, da fliegt er nur rückwärts. Leider nicht. Oh, das ist ein anderer Hubschrauber. Gut, alles. Alter, wie ich mit der Minigun auf den ziele. Aber. Alter, das kann doch nicht sein. Guck mal, wie ich den eindecke da unten und der. Ach, das ist kein Schaden, ne? Nee, überhaupt nicht. Ah, jetzt ist es explodiert. Oh, ich hab Leck. Aber guck mal, ich schieß auf den Typen da. Der nimmt einfach mal. Jetzt ist er tot.
Alter. Da ist La Trinidad. Da kommt ein... Eine Unidad heißen die. Aber... Was jetzt? Warum bin ich denn verdächtig? Nur weil ich gegen den Berg geflogen bin? Ich muss erst mal mit der Steuerung wieder zurechtkommen. Ewig nicht mehr gespielt. Ja, dieses Ziel, dieses Flanking im Spiel, muss ich sagen. Vor allem aus der Tastatur. So, wie? Aber wir landen mal nicht direkt drin, gell? Jo. Oh, das sieht nicht nach feindlich aus. Egal, ich lande mal hier. Jo. Der Assassin ist wieder unterwegs. Oh nee, die Mission kenne ich, Was war? Die Mission kenne ich nicht gerne so, ne? Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier. Das ist ein Kegelgner. Okay. Gut, bringen wir ihn zur Vernunft, bevor es ungemütlich wird. Muss jetzt diesen. Also du musst jetzt mal mit dem Bruder reden. Okay. Und dann müssen wir hier den ganzen Platz hier so 3 Minuten verteidigen. Okay. Was zum Teufel seid ihr? Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Ruhiga. Sie haben mir nicht geantwortet. Keine Sorge. Ich will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie diese Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca schickt ihre Leute und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Ja. Se equivoca. Dann sind Sie nicht besser als Madre Coca. Aber du bist schon in Deckung, oder was? Weg, Gringo. Jo. Ich muss zu meinem Volk. Von hier wird ein Haufen Auto kommen. Hier Nomads, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnung ignoriert. Er will bald zu den Kokaleros sprechen. Also einige kommen von, da oben vom Berg irgendwo her, hinter uns, da wo wir herkommen sind und ein bisschen rechts davon. Und die anderen sind hier vorne normalerweise. Okay. Dann bleib ich mal hier oben. Wo ich jetzt bin. Schützen Sie die Gewerkschaftsführer, 100%. Vor dem Kartell... Ja, da macht jetzt wieder Mordsfeld-Ansage, der Kerl. Zu wem spricht er? Zu den 5 Leuten da unten? Schön, dass er sein Mikrofon gerade über hier weggeschmissen hat. Hä? Ah, es sind schon mindestens 15 Leute unten, ja. Okay, da kommt das erste Auto. Weißt schon, ob das hier reinpiest. Ah, da kommt's ja. Tango getroffen. Okay, kann man es auch machen. Von da kommt das Auto. Wo kommt der Auto? CK-Auto. Da. Ah, jetzt. Ja. Mit der MG um drauf. Aber wo ist der? Hä? Ach, das geht gegen den Zaun. Scheiße. Ach Gott, nur mal, das gibt's ja nicht. Ich bin fast tot hier. Na komm her. Wieder Granaten aufsammeln. So. Alter, draußen explodiert allen möglichen Scheiß, ey. Ja, ich habe auch mal eine Autos auch wieder erwischt. Ich habe immer gegen. Von hinten? Ja, da oben ist ein ganz kleiner orange Kreis. Ich habe immer gegen den scheiß fucking. Hier, es kommt auch ein. Oh, wo geht's links? Links ist ein großer Kreis. Mhm. Ist noch irgendwo einer? Was hat denn? Au, au, au. Ah, da oben. Ja, ja. Wow. Hast du erwischt? Ne, noch nicht. Da müssen nur wir sein. Alter, das kann doch nicht sein. Warum sterbe ich denn ständig? Ist die Schwierigkeitsstufe gerade höher oder was? Warum krepiere ich denn jetzt ständig? Das ist jetzt das 4. Mal. Hm. Was ist das für ein Scheiß? Das ist knapp. Was müssen wir die Autos? Ah. Danke. Kein Problem. Warte, ich komme mit Granatwerfer. Was? Du bist auch noch auf der Motor, aber erwischen, das juckt's nicht. Oh mein Gott, der Zivilist ist genau in meine Granate reingelaufen. Also Zivilist getötet?
Ich habe eine Granate vor das Gesicht geschossen. Bowman, erledigt. Ein Mongo. Kann manche nur hübscher machen. Graben Sie weiter nach Infos für andere Kokas-Organisationen. Wohin die Kokablätter gehen, wo sie vor dem Transit gelagert.